Der geistig etwas minder bemittelte Mensch hat es einfach gut. Er lebt einfach vor sich hin und nimmt die Welt als gegeben hin und versucht halt einfach, sich so viel zu amüsieren, wie diese Welt erlaubt. Der konsumiert sich dann allmählich zu Tode mit viel Alkohol, mit viel Zigaretten, mit viel Medikamenten, mit viel Süßigkeiten und so weiter. Aber was soll's? Dann stirbt er halt ein paar Jahrzehnte früher, aber das ist auch nicht so schlimm, ne? Und wir, die wir nachdenken und sagen, ja eigentlich, ich habe ja nur dieses eine Leben, und es gibt ja keine weiteren Existenzen, es gibt ja weder Seele noch irgendwas sonst, dann wenn ich also eine Chance haben will auf ein glücklicheres Leben, dann habe ich nur zwei Wege. Erstens den Weg der Selbsterkenntnis. Ich muss mich selbst erkennen als einen Savannenbonobo und dann versuchen, Kommuneleben aufzubauen, was ich jetzt auch gerade mal wieder inseriere und so weiter. Oder eben, wir müssen zweitens in der politischen Welt die GWÖ-GWO-Kombi, die Gemeinwohlökonomie-Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination durchkriegen, wo es dann automatisch dazu kommt, weil ja dann alle nur noch da gut verdienen können, wenn sie Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner besser fördern als andere. Dann werden die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, die dann entstehen, alles dafür tun, dass wieder Kommunen entstehen und dass die Menschen, die Savannenbonobos, also Savannenbonobo wäre der bessere Name statt Homo sapiens, besser Savannenbonobo, Homo paniscus oder so, ja. Und dann werden die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften von selber, natürlich mit der Anregung des Weltrates etwas unterstützt, auch darauf hinwirken, auf Gemeinschaftsleben, auf Mehrgenerationengemeinschaften, aber auch auf Savannenbonobo-Kommunen, Gruppenehen und so weiter und werden damit experimentieren, weil nur so dann noch mehr Gesundheit und Glück der Menschen zu erzeugen sein wird, wenn das ihr Genbestand ist. Also erstmal Hypothese aus allen Daten der naturwissenschaftlichen Forschung. Kann man die Hypothese folgern, es könnte sein, dass der Mensch in Wahrheit ein Savannenbonobo ist, der konstruiert ist für eine Gruppenehe der 150 Individuen. Und wenn die Genetik des Menschen tatsächlich so sein sollte und so ist, dann wird es zu einer Evolution kommen, dass die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften im Rahmen der GWÖ-GWO-Kombi sozusagen dann auf diese Savannen-Bonobo-kommunistischen Gruppenehen auch wieder hinwirken werden und sich dem allmählich annähern werden, weil das dann die größten Gewinne bringt. Ja? Aber es kann sein, dass dieser Weg zu versuchen, aus diesem Leben das glücklichstmöglichste rauszuholen, einfach zum Scheitern verurteilt ist und dass eigentlich die mehr vom Leben haben, die sich einfach treiben lassen in der Realität, wie sie ist, ohne sie verändern zu wollen und einfach sich versuchen zu amüsieren in diesem System und ich denke, dass die insgesamt mehr vom Leben haben als ich, der die letzten 30 Jahre sein Leben für diese Weltverbesserungshoffnung geopfert hat, dadurch aber auf das Amüsieren verzichten musste, was derjenige hat, der einfach auf Teufel komm raus konsumiert, das, was da ist. Frauen konsumiert, Zucker konsumiert, Alkohol, Süßigkeiten, Medikamente konsumiert, bis er dann halt vorzeitig stirbt, ne? Ja, so viel zu diesem Thema.